Live Destruction TV. Wir sind heute in Hanau, Mixfight Gala Nummer 17. Neben mir ein junger Kämpfer, der gerade leider das Turnier nicht gewonnen hat. Ich hoffe, wie bitte? Zu Unrecht. Zu Unrecht, sagst du. Hast du das anders wahrgenommen? Das ging ja auch in die Extra-Runde eben gerade. Was ist da genau passiert? Ja, wie alle Leute sagen, besonders wie mein Trainer sagt, ihm vertraue ich am meisten, wie ich es sage. Drei Runden lang gepunktet, drei Runden lang geführt. Nach drei Runden eigentlich gewonnen, Verlängerungsrunde gemacht, zu Unrecht. Mehr gibt's nichts zu sagen. Ja, Werner Kreiskort ist der junge Mann hier neben mir. Erstmal schön, dich zu sehen. Was sagst du dazu? Was ist gerade passiert? Dein Junge hat verloren. Was ist da los? Ich sehe es genauso wie er, oder ich habe es ihm auch gesagt. Meiner Meinung nach hat er die ersten drei Runden hat er gewonnen. Man hätte gar keine extra Zusatzrunde geben müssen. Die Zusatzrunde ist gekommen. Die Zusatzrunde hat Alex Vogel gewonnen, keine Frage. Aber nach den drei Runden hat eigentlich mein Junge gewonnen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Der Junge hat gerade mal 5 A-Klasse-Kämpfe. Alex Vogel kennen wir alle, hat zig A-Klasse-Kämpfe. Ein guter Junge und deswegen sage ich da überhaupt gar nichts zu. Also von dem Mutter. Ich gönne das dem Alex alles gut. Ich finde es nur schade, dass da solche Leute dann irgendwie was punkten und keine Ahnung haben in meinen Augen. Wie gesagt, die sagen mir zwar, der Junge Alex ist weiter immer vorwärts gegangen, aber meiner hat die Punkte gemacht. Bringt mir das. Okay, also der Werner Kreiskort, der meint auch gerade, dass das nicht ganz fair war. Also das ist ja so im Kampfsport, wenn 3 Runden gekämpft wurde und es gibt ein Unentschieden, das entscheiden ja die Punktrichter, dafür sind die da. Dann geht es in die Extrarunde und die Extrarunde ist dann diese Runde, die entscheidet. Ne? Also das, was vorher so war, das ist quasi egal. Die vierte Runde ist dann die zählt. Findest du das fair? Das System. Oder wie? Ja, das System finde ich fair. Aber die Wertung nach der dritten Runde finde ich nicht fair. Also du lässt dich davon aber nicht unterkriegen, hoffe ich. Und du wirst einfach weiter trainieren. Ganz im Gegenteil, sagt der Werner. Ja, wir trainieren weiter und geben noch mehr Gas. Genau, du machst das einfach beim nächsten Mal noch klarer irgendwie. Hast du Ziele? Wie geht's weiter? Ja, keine Ahnung, weitermachen. Also weitermachen, einfach weiter trainieren. Werner, wie sieht's bei dir so aus? Du hast ja auch noch was vor dieses Jahr. Darf ich verraten? Was geht da noch ab bei dir? Erstmal jetzt heute Nacht noch in den Flitterwochen. Ich habe ja geheiratet, jetzt geht's erstmal ab in den Flitterwochen. Ui, alles Gute. Danke. Und dann, ja, und dann wie gesagt, am 13.12. habe ich den IBF Europatitelkampf. Und in Wuppertal mache ich eine Veranstaltung selber als Veranstalter. Und da kämpfe ich auch in den Hauptkampf dann, ne? Also erstmal in die Flitterwochen und dann willst du auch bald kämpfen. Das musst du dann in den Flitterwochen noch trainieren oder wie machst du das? Ich bleibe im Training in Flitterwochen, habe da ein gutes, also wo wir hinfahren oder fliegen, da habe ich eine gute Unterkunft, wo auch ein Fitnessstudio ist und wo ich weiter trainieren kann und danach geht es weiter. Bin eigentlich auf einem guten Level, schon ganz guten Level und eine Woche jetzt mal wieder nur Kondition Ausdauer, das kann es okay machen und danach geht Sparring wieder weiter, Pratzen, aber das passt schon. Es wird passen, hoffe ich. Na klar, auf jeden Fall. Möchtest du deinen Fans noch etwas sagen? Ja, vielen Dank von denen aus Freitag Wuppertal, die hier extra hingekommen sind, um mich zu unterstützen. Vielen Dank an Werner. Genau, vielen Dank an den Trainer, ist immer ganz viel Unterstützung. Und also für dich weiterhin ganz viel Erfolg, lass dich nicht unterkriegen, weiter trainieren. Werner, schöne Flitterwochen. Dankeschön, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, das Interview zu machen. Aber natürlich, gerne. Natürlich, ja? Auf jeden Fall. Okay. Also, wir sind der Destruction TV, wir sind hier in Hanau, Mixfight Gala Nummer 17. Ja, alles Gute, bis bald. Tschüss. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Danke.